Mein Name ist Lukas Feireis und ich freue mich sehr, gemeinsam mit Ihnen den zweiten Teil des Klimasymposiums in Havelhöhe zu bestreiten. Dort werden wir unter dem Titel Architectures of Care, also Architekturen der Fürsorge, Architekturen der Pflege, die Bereiche Gesundheit, Klima und Architektur zusammenbringen. Wir werden der Frage nachgehen, welche Anforderungen die Klimakrise eigentlich an die Disziplin der Architektur stellt und des Gesundheitsbaus. Denn der Gebäudesektor spielt für die Erreichung der Klimaziele eine ganz entscheidende Rolle. Mehr als 50% der weltweiten CO2-Emissionen fallen auf den Bau und Betrieb von Gebäuden ab. Also, es gibt viel zu diskutieren und ich freue mich sehr, Sie in Havelhöhe zu sehen.